schlug er auf das Glockenspiel und sagte, halt's mal! Alles lachte dann. Ich glaube, dass viele durch diesen Spaß das erste Mal erfuhren, dass er das Instrument nicht selbst schlägt. Übrigens, kannst du nicht glauben, wie charmant man die Musik ausnimmt in einer Loge, die nahe im Orchester ist? Viel besser als auf der Galerie. Sobald du zurückkommst, musst du es versuchen. Dazu kam es nicht mehr. 2 Monate später war Mozart seiner Krankheit erlegen. Jetzt möchte ich diese wundervolle, zauberische Arie des Papageno singen, nicht ohne noch eine kurze Geschichte erzählen zu wollen, die mir mein Vater erzählt hat, einer Repertoirevorstellung in der Staatsoper, hat er die Worte gesagt, ich möchte, ich wünsche, bevor er noch sagen konnte, was denn, der Auslöser der Arie, der zauberischen Arie, hat oben am Schnürbogen ein Bühnenarbeiter zum anderen auf die Vis-à-vis-Seite das nächste Lichtzeichen gerufen. Hoch der 30! Er hat gesagt, er hat 2,5 Stunden gebraucht, um sozusagen wieder die Leute zu sich zu bringen. Ich bitte Sie also, jetzt nicht 38 zu rufen, wenn ich diesen Text habe. Auch nicht, wenn Sie ein großer Fan einer Wiener Straßenbahnlinie sein sollen. Also. Thank you.
Zur letzten Nummer des heutigen Abends. Wir kommen noch einmal zum Fidelio und
da möchte ich den Titel des heutigen Abends hernehmen: Figaro trifft Fidelio. Und jetzt von mir die letzte Frage des Abends: Wo trifft denn Figaro Fidelio? Sehr gut, in Sevilla. Beide Opern spielen Sevilla ungefähr, vielleicht auch zur selben Zeit, also im 18. Jahrhundert. Ja. Also insofern hat der Titel noch mehr Bedeutung, weil es ja theoretisch möglich ist, dass die beiden sich begegnen. Wir kommen zum letzten Stück des Abends. Diesmal ist der Sebastian nicht der Gute, diesmal ist er der Böse, der Pizarro. Und es gibt seit dem Barock die Tradition, dass wenn man eine Rache-Arie, eine Vendetta-Arie komponiert, dass die in D-Moll sein muss. Das ist die perfekte Tonart dafür. Und die berühmteste aller Vendetta-Arien kennen Sie sicher: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, aus dem Zauber führt die Königin der Nacht. Und ebenso kocht die Wut und die Rache im Herzen von Pizarro. Und ich bitte jetzt Sebastian nochmal auf die Bühne zur einzigen Großbariton-Arie in Fidelio.
Bravo!